Weihnachten steht vor der Tür und viele Frauen greifen schon jetzt zum Kochbuch. Vielleicht wollen auch Sie etwas besonders Gutes auf den Tisch bringen. Wir möchten Ihnen heute einen Vorschlag fürs Weihnachtsessen machen. So schnell wie bei Küchenmeister Adam geht's in Wirklichkeit natürlich nicht. Ich darf Ihnen aus diesem Kochbuch heute das Weihnachtsmenü vorkochen. Und zwar haben wir uns herausgesucht, die Suppe mit Eierstich, dann die gebratene Gans mit Äpfeln und Zwiebeln gefüllt und Klößen und die gefüllten Orangen. Erschrecken Sie bitte nicht, wenn wir die Gans gewählt haben. Die älteren Hausfrauen wissen natürlich, damit umzugehen, aber wir dachten in erster Linie an die Jungen. Die sind sicher dankbar, wenn wir ihnen zeigen, wie wir diesen Weihnachtsvogel zubereiten. Ich zeige Ihnen jetzt den Eierstich für unsere Brühe. Und zwar ist der Eierstich nichts anderes als die gleiche Menge Milch und Ei, gut miteinander geschlagen, gewürzt mit Muskat und Salz. Und die Förmchen, in denen der Eierstich gestockt ist im heißen Wasserbad, wird mit Butter oder mit spanischem Olivenöl ausgerieben, damit es sich dann ganz tadellos löst. Ich zeige Ihnen jetzt, wie man es schneidet und warum ich es hier vom Brett schneide. Weil das eine so zarte Einlage ist, dass man es unten auf dem Brett verschmieren würde. Wir haben jetzt unsere Gans hier liegen. Sie ist wiederholt gewaschen unter fließendem Wasser. Zunächst salzen wir sie von innen und füllen sie mit den Äpfeln und den Zwiebeln. Immer schön dazwischen, damit sich der Geschmack der Gans gut mitteilt. Und die Äpfel haben ja auch den Sinn, dass die Fruchtsäure die verhältnismäßig schwere Gans besser verdauen hilft. Und weil wir gerade vom Verdauen sprechen, der Beifuß hilft ganz besonders bei diesen Weihnachtsbraten zur guten Bekömmlichkeit beitragen. Jetzt müssen wir natürlich hinten zunähen, damit uns die Äpfel nicht in die Pfanne kullern. Sie werden sagen, der Faden ist zu lang, aber er ist insofern nicht zu lang, als ich nachher die Gans noch dressieren muss. Das zeige ich Ihnen auch. So, und das nehmen wir jetzt, das binden wir jetzt zusammen, die zwei Enden. Und nun drücken wir hier die Keulen unter die Brust, damit sie nachher schön herauskommt als Braten. Stecken hier unter den Knochen durch, ziehen den Faden bis hierher durch, nehmen hier den Flügel und das Stück Hals hier drunter. Und an diesem Flügel wieder raus. Und nun ziehen wir den Bindfaden richtig stramm fest, machen zwei Knoten, dass er uns nicht wieder aufgeht. Und damit haben wir die Gans, wie wir sagen, dressiert. Jetzt wird sie gesalzen von außen. Recht sorgfältig, denn eine Gans braucht eine ganze Menge Salz. Und jetzt legen wir sie in die Pfanne. Und zwar haben wir hier Wasser, Äpfel und Zwiebel, Lorbeerblatt. Und sie kommt mit der Brust nach unten hinein. Und jetzt schieben wir sie in den Ofen. So, die Gans haben wir jetzt im heißen Ofen stehen und die braucht etwa 3 bis 3,5 Stunden. Sie wird ab und zu mal gedreht und übergossen, damit sie schön saftig wird. Und zum Schluss wird die Brust mit der Oberseite nach oben gedreht, damit sie schön braun und knusprig wird. Und in der Zeit mixen wir unseren Salat. Ich habe mir hier schon eine Soße vorbereitet, etwas Senf mit Knoblauch ausgerieben, Essig und etwas Zitronensaft, bisschen Salz und Zucker und etwas Öl, weil ich nachher noch etwas mehr Öl dazugebe.
Das ist Endiviensalat und Feldsalat. Ich lege hier noch Tomatenscheiben oben drauf und gieße jetzt nochmal von dem spanischen Olivenöl drüber, damit er wunderbar saftig und gut rutscht. Wir haben hier unsere Klöße schon fertig. Ich darf Ihnen gerade mal zeigen, es sind gekochte Kartoffelklöße, also von gekochten Kartoffeln sind die Klöße gemacht. Und hier haben wir kleine Croutons, das heißt Weißbrotwürfel in Butter geröstet, damit die Feuchtigkeit von innen vom Kloß auch noch aufgenommen wird. Diesen Brotsockel haben wir uns vorbereitet, damit wir die ganz schön drauflegen können, damit sie auch wirklich hält und im Ganzen drauf liegt. Den Bindfaden nehmen wir jetzt raus. Sie sehen, das ist keine Schwierigkeit. Und hier vorne auch. Und garnieren nun mit Äpfeln, beziehungsweise erstmal mit Klößen. Legen die darum. Und damit nicht genug. Wir haben uns sehr schöne Bratäpfel mit Rosinen gefüllt. Ich darf Ihnen das zeigen. Die sind innen mit Rosinen gefüllt und sie werden jetzt mit einer roten Kirsche gekrönt. Und die setzen wir jetzt hier an die Gans heran. Sie sehen, unsere Gans wird schon immer festlicher. Und damit haben wir sie fertig garniert. Wir haben Ihnen vorhin einen Nachtisch versprochen. Und den wollen wir Ihnen auch nicht vorenthalten. Das sind die gefüllten Orangen. Sie sehen, wir haben sie hier etwas abgeschnitten und einen Orangengelee, möchte ich sagen, eine Creme gekocht. Und den haben wir in die ausgehöhlten Orangen gefüllt und haben hier einen kleinen Weihnachtszweig dazugelegt und ein Stückchen Spekulatius, damit es auch wirklich dem Fest entspricht. Und hier haben wir Schlagsahne. Wir garnieren nun unseren Nachtisch mit solchen Tupfen. Es ist ganz wenig, Sie brauchen keine Sorge haben wegen der Linie. Und damit es hübsch aussieht, legen wir überall noch eine rote Kirsche drauf. Und damit darf ich Ihnen recht guten Appetit wünschen.